Ich habe in EVE Online 630 Milliarden an Ingame-Währung im Gegenwert von über 6000 Euro gescammt und die GameStar hat einen Artikel darüber geschrieben. Wie ich mit aufrichtigem Interesse angefangen habe und dann auf die dunkle Seite gewechselt bin, seht ihr in diesem Video. Das ist der 630 Milliarden ISK-Scam in EVE Online. Um zu verstehen, wie der Scam funktioniert hat, muss man natürlich erstmal wissen, was EVE Online ist. Und da das sicherlich nicht jeder weiß, will ich das einmal kurz hier zusammenfassen. Ich bin natürlich auch sehr an eurer Meinung interessiert, die ihr natürlich gerne in den Kommentaren hinterlassen könnt. Um euch dabei eine ehrliche Meinung bilden zu können, bitte ich euch, das ganze Video anzuschauen, denn das Thema ist ziemlich komplex. Jetzt aber dazu, was EVE Online eigentlich ist. Also EVE Online ist im Prinzip eine große Sandbox. Die Entwickler haben ein riesengroßes Universum genommen und es einfach den Spielern gegeben und gesagt, hier, tobt euch aus, tut was ihr wollt. Wir bieten euch die Umgebung, ihr könnt das Ganze gestalten. Und eigentlich mag ich MMOs nicht besonders, aber bei EVE ist es ein bisschen anders, denn vor allem der spielerbestimmte Markt hat mich sehr interessiert. Denn da alles spielerbestimmt ist, ist natürlich auch der Markt von den Spielern komplett bestimmt. Es gibt ja nicht einfach einen Händler, wo jeder Spieler unendlich viele Items vom gleichen Typ kaufen können. In EVE kann man nämlich nicht nur kämpfen, sondern zum Beispiel auch Teil des Warenkreislaufes sein. So fängt das Ganze denn schon damit an, dass Ressourcen erstmal abgebaut werden müssen von Spielern in Asteroidengürteln. Die fliegen also mit dem Schiff dahin, bauen Ressourcen ab und bringen die dann in der Regel zu einem Handelsposten oder veredeln die noch selber und verkaufen sie dann bei einem Handelsposten. Und dort wird dann zum Beispiel ein Spieler, der sich auf die Fabrikation von neuen Gegenständen oder Schiffen spezialisiert hat, diese Rohstoffe kaufen, die zu seiner Fabrik bringen und dort neue Schiffe, Waffen, Items, Booster, was auch immer produzieren und die dann wieder bei einem Handelsposten verkaufen. Spieler, die dann zum Beispiel PvE oder PvP kämpfen oder in Wurmlöchern erkunden, die kaufen dann da halt an Handelsposten eben die Schiffe und Waffen und Ausrüstung, bis sie dann eben zerstört werden und dann muss natürlich wieder neu produziert, gefarmt, gecraftet werden und das ist ein Warenkreislauf in EVE. Und dadurch ist da halt eben eine Ökonomie entstanden, die der echten Ökonomie ziemlich nahe kommt, denn Angebot und Nachfrage bestimmen dann auch wirklich die Preise, da ja Sachen nicht unendlich verfügbar sind, sondern eben davon abhängen, wie viel produziert wird. Und wenn Sachen halt zu billig werden, dann hören die Produzenten auf, das zu produzieren, weil sie natürlich keinen Gewinn mehr damit machen. Dadurch werden die Sachen wieder seltener und dadurch dann wieder teurer und dann wird irgendwann wieder angefangen zu produzieren. Und zwei Sachen sind jetzt noch wichtig. Einmal nämlich die Handelsposten. Da gibt es einmal NPC-Stationen, die nicht zerstört werden können und auf denen sich teilweise große Handelszentren gebildet haben. Und dann gibt es noch Spielerstationen, wo Spieler dann auf ihren eigenen Stationen auch Handelsposten etablieren können. Der Vorteil dabei ist halt eben, dass da nicht so viel Konkurrenz ist und dass die halt auch an Orten sind, wo Spieler halt mal zum Beispiel an einem Rand von einem PvE-Gebiet sind und da schnell halt zum Beispiel Munition oder Waffen aufrüsten können und die dann nicht so weit zu einem großen Handelszentrum fliegen müssen. In EVE gibt es über 40.000 Items, Schiffe, Waffen, Gegenstände, die von Spielern produziert werden und von Spielern dann eben auch gekauft werden können. Und in EVE ist die Währung das sogenannte ISK, Interstellar Credit heißt das, so ein bisschen angelehnt an die isländische Krone. Man kann mit Echtgeld nicht direkt ISK kaufen, man kann aber mit Echtgeld ein Ingame-Item kaufen, das man dann natürlich auch auf dem Handelsmarkt verkaufen kann für ISK. Und das sind die sogenannten Plex. Und Plex können Ingame nicht nur gehandelt werden auf dem Marktplatz für ISK, sondern damit kann man sich zum Beispiel auch Premium-Spielzeit kaufen oder zum Beispiel Accessoires oder Skins für Schiffe im Premium-Shop. Also kann man quasi passiv für echtes Geld ISK kaufen, indem man sich dann für echtes Geld Plex holt und die Plex dann in-game auf einem Marktplatz verkauft. Dabei muss man aber natürlich darauf achten, dass natürlich der Kurs in-game für Plex schwankt. Das heißt, wenn du heute zum Beispiel 800 Millionen für eine Menge Plex bekommst, dann kannst du morgen auch nur noch 700 Millionen bekommen. Nachdem wir das theoretische Wissen jetzt einmal durchgegangen sind, kommen wir zu meinem Konzept, denn ich habe nicht von Anfang an geplant, einen Scam zu machen, sondern ich bin da mit ehrlichen Interessen reingegangen. Und mein Konzept war, Stationen zu bauen und aus denen dann Handelsposten zu machen. Ja, und ich wollte da dann Items verkaufen, die von den Spielern in dieser Region, wo der Handelsposten steht, benötigt werden. Und ich hätte dann quasi diese Items auf einem großen Handelszentrum gekauft, die dann von einem Spielerservice zu meinem Handelsposten bringen lassen und dann dort für einen höheren Preis wieder verkauft.
Und Stationen sind wirklich sehr teuer. Man braucht da ziemlich viele Sachen für, um die aufstellen zu können. Das sind eigentlich Sachen für Corporations, also Allianzen von mehreren Spielern. Aber ich wollte das gerne alleine angehen, habe dann 250 Euro investiert in Plex und die dann verkauft für ISK, damit ich genug Kapital hatte, um meine erste Station aufzustellen, die ersten Waren zu kaufen und dann meinen Handelsposten das erste Mal mit diesen Waren zu bestücken. Und dieser erste Handelsposten war wirklich sehr erfolgreich. Ich konnte fast 30% Profit erzielen, im ersten Monat schon direkt. Der wurde super angenommen, die Leute sind dahin geflogen, haben die Waren gekauft und da war ich wirklich sehr überrascht, dass das so gut funktioniert hatte. Und da war es natürlich mein Ziel, weitere Handelsposten aufzustellen und die mit Waren zu bestücken und möglichst schnell zu expandieren. Und ich habe mir gedacht, okay, ich will jetzt nicht für jeden Handelsposten 250 Euro investieren, deswegen mache ich das doch einfach wie im echten Leben. Und zwar suche ich Investoren, die dann halt Geld geben, damit ich diese Handelsposten betreiben kann. Und dafür bekommen die dann halt einen Teil von dem Profit ab, den ich ja mehr als genug mache, ne? Wie gesagt, fast 30%. Das war mein Konzept dahinter, ganz klassisch. Das kennt man auch aus dem echten Investmentgeschäft im echten Leben. Und ich habe dafür auch einen Forumbeitrag im offiziellen E-Forum erstellt, der ziemlich groß geworden ist im Laufe der Zeit. Und den gibt es auch heute noch. Der ist in der Videobeschreibung verlinkt und der ist so ein bisschen so eine Historie von der ganzen Geschichte. Also wer da noch ein bisschen weiterlesen will, findet das als Link in der Videobeschreibung. Jetzt habe ich aber nicht einfach geschrieben, hey, schickt mir Geld und ich schicke euch dann irgendwann was zurück, sondern ich habe dann das Ganze sehr professionell aufgezogen. Ich habe dann mit der Unity Engine eine Investment-Plattform entwickelt, wo die Leute sich also so eine Art Benutzerkonto anlegen konnten und das Ganze funktionierte dann so, dass sie in-game Geld überwiesen haben an einen speziellen Charakter, also an einen Zweit-Charakter, den ich erstellt habe. Und dann konnten sie in der Plattform sagen, hey, ich habe jetzt gerade 1 Million ISK überwiesen und sie haben dann auch sofort schon Zinsen darauf bekommen. Denn das war das Besondere an der Plattform, man hat quasi jede Minute Zinsen bekommen. Und wenn die das halt gerade erst überwiesen hatten und in dem Tool eingetragen hatten, dann war das noch unbestätigt und wenn ich dann irgendwie abends mich eingeloggt habe in Eve, habe ich das gesehen, da hat jemand was eingezahlt, habe das dann überprüft und wenn das auch so war, dann habe ich das bestätigt und dann haben die in ihrem Client auch gesehen, also in der Software, dass das jetzt bestätigt wurde und dann konnten sie natürlich das Geld drin lassen, weiter Zinsen sammeln und man hat auch Zinsen auf die Zinsen bekommen, das heißt also das Ganze ist exponentiell gewachsen und hat sehr gut funktioniert und wenn man wollte, konnte man sich die Zinsen sofort auszahlen lassen innerhalb von 24 Stunden konnte man sich Zinsen zurücküberweisen lassen und man konnte natürlich auch sein Investment wiederbekommen. Da hatte man aber natürlich eine Sperrfrist von 30 Tagen, weil ich natürlich das Geld wieder investiert habe für neue Ware und das nicht einfach irgendwo auf der Wallet liegen hatte und das eben eine gewisse Zeit gedauert hat, bis ich das wieder auszahlen konnte. Und am Anfang gab es in dem Forum-Post erstmal sehr viel Skepsis. Ist natürlich normal, warum soll ich dem Geld überweisen? Aber nachdem viele Leute das dann gesehen haben, dass das gut funktioniert und dass die Leute auch das Geld wiederbekommen, haben sich sehr, sehr viele dafür begeistert und auch viel Geld investiert und zu dem Zeitpunkt ist es auch komplett aufgegangen. Ich konnte also noch weitere Handelsposten eröffnen. Ich hatte dann 3 Handelsposten und die haben wirklich sehr viel Profit abgeworfen und ich konnte die Zinsen easy bezahlen, also wirklich sehr leicht, habe immer noch sehr viel Gewinn für mich selber gemacht. Das hat alles sehr gut funktioniert. Bis zu dem einen schicksalhaften Tag, wo sich dann alles ändern sollte. Ja, und der schicksalhafte Tag, der kam dann auch, denn in Eve ist es möglich, dass Spielerstationen zerstört werden können von anderen Spielern. Und das ist dann schlussendlich auch passiert. Eine große Allianz kam, also eine Allianz ist dann nochmal ein Zusammenschluss aus Corporations. Und die hatten einfach Spaß an der Freude, meine Station dann zu zerstören. Ich hatte nicht irgendwie Konkurrenz zu denen aufgebaut oder so. Die haben PvP gemacht irgendwo im Randgebiet von der Galaxie und hatten jetzt einfach mal Bock auf ein bisschen Abwechslung, sind dann vorbeigekommen und haben meine 3 Stationen einfach zerstört. Von jetzt auf gleich. Also es war wirklich ein einziger Tag, wo sie alle 3 Stationen dann zerstört haben. Und in Eve ist alles möglich. Ja, Spieler zerstören Sachen von anderen Spielern, Spieler werden gescammt und ich habe mir gedacht, okay, wenn das die Art und Weise ist, wie man Eve online spielt, dann spiele ich da jetzt einfach mal mit und spiele das auch mal auf diese Art und Weise. Und daraus ist dann im Endeffekt dann aus einer ehrlichen Anfangsintention ein Scam geworden.
Und da die Investoren nicht wussten, wie ich denn das Geld jetzt tatsächlich verdiene, also die wussten, dass ich damit Handel betreibe und Stationen baue, aber die wussten in-game nicht, wer ich da wirklich bin und welche Stationen jetzt genau mir gehörten, wussten die halt auch nicht, dass die Stationen jetzt zerstört waren. Und dann habe ich gesagt, okay, ich setze jetzt alles daran, mit meiner etablierten Investmentplattform, die ja schon Vertrauen aufgebaut hatte, so viel ISK wie möglich zu machen. Und das habe ich dann mit einem klassischen Schneeballsystem oder Ponzi-Scheme gemacht. Das heißt also, ich habe die Plattform einfach weiter betrieben, vorgegeben, weiter Gewinne zu machen, obwohl das gar nicht stimmte. Und ich habe dann die Zinsen mit neuen Investments bezahlt. Das heißt, solange immer noch neue Leute investiert haben, war das kein Problem, die Zinsen, die angefallen sind, davon auch zu bezahlen. Und ich habe mir dann viele Sachen einfallen lassen, um noch mehr Investoren auf die Plattform zu locken. Zum Beispiel sowas wie Investoren werben Investoren. Das heißt, wenn jemand, der schon investiert hat, jemanden Neues wirbt, der dann investiert, dann bekommt der so ein bisschen Bonus obendrauf. Oder es gab zum Beispiel eine Belohnung dafür, wenn man im Forum-Beitrag reingeschrieben hat, wie man die Plattform findet, also ehrliches Feedback. Und die meisten haben einfach reingeschrieben, ja, es ist super geil, es funktioniert. Und dann haben die halt ein bisschen was dafür bekommen. Und das hat dann natürlich wieder neue Investoren angelockt. Das Ganze lief dann wirklich sehr, sehr gut. Insgesamt habe ich das 11 Monate lang betrieben, aber nicht jetzt als Scam, sondern insgesamt eben. Und ich habe da insgesamt, wie schon erwähnt, 630 Milliarden ISK erwirtschaftet, was zu dem damaligen Zeitpunkt umgerechnet 6.000 Euro waren. Und irgendwann wollten dann zwei Spieler sehr hohe Einlagen auszahlen lassen und ich habe mir gesagt, okay, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um das Ganze zu beenden. Ich habe dann den initialen Forum-Post, also den ersten Beitrag, wo ich das alles so ein bisschen erklärt habe, habe ich dann abgeändert und das alles erklärt, so wie ich es euch jetzt auch erkläre, habe das Ganze dann dicht gemacht. Ja, und die ISK habe ich dazu benutzt, um mir Schiffe zu kaufen, Waffen, Skins, die ich gerne haben wollte, aber nicht nur dafür, ich habe zum Beispiel auch 100 Milliarden ISK, also umgerechnet 1000 Euro, in die Aktion Plex for Good investiert. Das war eine Aktion zur Unterstützung von ukrainischen Flüchtlingen vom Entwickler CCP. Die haben gesagt, alle Plex, die ihr da rein investiert, die wandeln wir in Echtgeld um und spenden das dann halt an die Ukraine. Und da habe ich, wie gesagt, 100 Milliarden ISK reingesteckt und so irgendwie 1000 Euro ukrainischen Flüchtlingen zugutekommen lassen. Es gab dann tatsächlich noch einen Reddit-Post dazu, wo die Leute dann darüber noch ein bisschen weiter diskutiert haben. Und wie anfangs schon erwähnt, gab es dann auch noch ein Interview mit der GameStar, ungefähr ein Jahr, nachdem das Ganze beendet war. Den habe ich das dann ausführlich gezeigt und auch das Tool gezeigt, das Investment-Tool, natürlich den Forum-Post geschickt. Und die haben dann ungefähr 4 Stunden lang ein Interview mit mir geführt darüber, wo ich das auch alles erklärt habe. Und die haben das dann unter anderem in einem Artikel verarbeitet. Der ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr braucht dafür allerdings GameStar Plus, wenn ihr den komplett lesen wollt. Und sowohl im Reddit-Post als auch in den Kommentaren von diesem GameStar-Artikel gehen dann die Meinungen wirklich sehr stark auseinander. Manche sagen dann halt, GG, hast du gut gemacht. Manche regen sich natürlich auf, was für ein Betrüger, was für ein Scammer, und manche liegen dann irgendwo dazwischen. Abschließend möchte ich noch ein paar Punkte betonen. Zum einen, dass ich finde, dass EVE wirklich ein fantastisches Spiel ist, das es sonst nirgendwo in einem anderen Spiel so umgesetzt gibt. Diese offene Sandbox, das durch Spieler bestimmte Gameplay, das ist wirklich fantastisch und ich spiele das auch heute ab und an nochmal gerne, so, aber natürlich jetzt nicht mehr in so einem umfangreichen Maße. Aber ich finde, das ist immer noch ein fantastisches Spiel. Und deswegen war es mir auch ganz besonders wichtig, gegen keine Regeln von CCP zu verstoßen, denn es ist nicht verboten, Scam zu betreiben. Das wird tausendfach jeden Tag in EVE gemacht, auf sehr plumpe Art und Weise. Leute schreiben zum Beispiel einfach in den Chat, überweis mir ISK und eine Minute später überweise ich dir doppelt so viel wieder zurück. Das ist natürlich ein sehr billiger Scam. Ich habe das halt sehr professionell aufgezogen. Was verboten gewesen wäre, wäre, wenn ich die ISK in Echtgeld umgetauscht hätte, was auf einigen Internetseiten möglich ist und mir dann zum Beispiel die 6.000 Euro ausgezahlt hätte. Das habe ich aber nicht gemacht. Ich wollte, wie gesagt, gegen keine Regeln verstoßen. Scam ist Teil des Spiels, das gehört dazu. Ich habe es selber am eigenen Leib erfahren. Und es würde mich jetzt aber natürlich ganz besonders interessieren, was ihr davon denkt. Denkt ihr, ich bin ein ehrenloser Scammer, Abzocker, was auch immer? Manche haben auch in den Kommentaren vermutet, ich würde im echten Leben auch kriminelle Machenschaften betreiben, um irgendwie Leute um ihr Geld zu bringen. Das ist natürlich absoluter Schwachsinn, das mache ich natürlich nicht. Und ich hoffe, ihr habt euch eure eigene Meinung gebildet und teilt die mit mir jetzt in den Kommentaren.
Mir ist natürlich bewusst, dass es ein leicht kritisches Thema ist, darüber ein Video zu machen, aber ich dachte, ich teile euch einfach mal die Geschichte mit euch. Man muss ja auch sagen, es ist und bleibt halt einfach ein Spiel und Teil eines Videospiels und so habe ich das auf jeden Fall auch gesehen. Wie immer an dieser Stelle, vielen Dank an alle Kanalmitglieder, danke für euren krassen Support, bis zum nächsten Mal, haut raus, euer Fister, ciao.